Es gibt vermutlich schlimmere Orte, an denen man bei so einem tollen Wetter sein kann. Denn ihr habt mich gefragt, Sabrina, kannst du eigentlich Tierpflegerin sein? Ich bin jetzt im wunderschönen Hundshaupten in der Nähe von Forchheim und bin jetzt hier im Wildpark. Und hole mir jetzt mal die Sandra an meiner Seite, denn die Sandra ist hier Tierpflegerin. Hi Sandra. Hi. Die Frage ist jetzt erstmal, wie viele Tiere habt ihr und was gibt es als Tierpflegerin zu tun, beziehungsweise was werden wir heute machen? Also wir haben bei uns im Wildpark schätzungsweise 33 verschiedene Arten, so im Großen und Ganzen. Und ja, was wir heute tun, also wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir zu unseren Zwergziegen rüberkommen. Da haben wir nämlich aktuell zwei Handaufzuchten, die müssen auf jeden Fall gefüttert werden. Oh. Und dann werden wir die Alpakas auch noch füttern, bei den Schafen ein bisschen ausmisten und dann schauen wir mal, was uns sonst noch so erwartet. Dann schauen wir mal, was uns sonst noch so erwartet. Gutes Stichwort, wir werden sehen. Kommst du jetzt mal bitte her? Ja, jetzt aber schnell. Zagi, los, auf. Dem Kevin ist gerade alles wurscht. Los, auf. Los, schnell. Ja, fein. Super gemacht. So, zeig ich dir. Ach, mal. Das ist der Kevin. Ich dachte, ich dachte, der ist andere. So, also hier oben ist. Hallo, Kevin. Dann erstmal so halten, weil sonst spritzen die immer zu sehr. Und dann nach oben. Und dann einfach kerzengerade so halten. Okay. Das kannst du jetzt bei ihr machen. Okay, nach oben. Susi. Erstmal schauen, dass ihr einen Nuckel findet und dann. Oh. Ja, oh, das war das. Genau, weil dann spritzen wir nicht so an. No. Und das ist die Mama. Ja, die muss alles kontrollieren. Mhm. So auch keiner was Böses macht. Wackelt das Schwänzle. Was steht jetzt als nächstes an? Soll die Milch wieder erstmal zurückbringen. Genau, Fläschchen sauber machen und dann geht's zu den Alpakas. Also die Susi will mitkommen, hat sie gesagt. Gurgeln tun sie dann, wenn sie sich bedroht fühlen? Ja, oder wenn denen das zu viel Stress ist. Oder? Okay. Hat einer Hunger? Ich brauche unbedingt die Nummer von eurem Friseur. Jetzt hat er aber einer. Der hat einer Gas. Mausel. Oh. Ach, süß. Waren ja ganz beruhigend. Ja, ich weiß immer noch, ich habe immer Respekt gehabt, weil man immer denkt, die spucken sofort. Ja, aber so ist es nicht. Aber wir spucken ja auch nicht, wenn wir nicht geärgert werden. Wir sind jetzt bei den Schafen. Hier ist aber nicht Füttern angesagt, sondern Mist wegmachen. Du kannst eigentlich tun und lassen, was du willst. Im Endeffekt muss der ganze Mist nach vorne, an die zweite, also an die rechte Torhälfte. Mhm, dass wir nicht durchlaufen müssen. Das Zimmer ist jetzt sauber, wir können jetzt vom Boden essen. Wir gehen jetzt zu den Luchsen rein, was gibt es zu beachten? Also wenn wir reingehen, die oberste Regel ist, egal was passiert, tu einfach, was ich sage. Ja. Und die nächste Regel ist, bitte einmal nicht hinter die Türen gehen, sondern bis zu den Türen bleiben. Okay. Einfach aus sicherheitstechnischen Gründen, weil da kann nichts passieren, da seid ihr auf der sicheren Seite. Schönen Fleischsaft. So, wir gucken jetzt erstmal, was es denn für ein Geschlecht hat. Das heißt, wir gucken mal jetzt nach. Was sagst du? Mädchen? Oder? Du sagst ein Mädchen? Ach nee. Sag ich auch. Ja, doch, oder? Ist ja nichts dran. Ist ein kleines Mädchen. So. Jetzt mal gut festhalten. Zack, das war's schon. Oh, Mausi, du hast es geschafft. Schau mal. Ha? Du hast es geschafft. So, jetzt kriegt ihr noch die ehrenvolle Aufgabe. Mhm. Kurz bevor die Mutter vom Durch drin ist. Ja. Es braucht einen Namen. Oh, es braucht einen Namen? Es braucht einen Namen. Es hat noch keinen Namen. Oh Gott, wie nennen wir es? Nennen wir sie Sabrina? Nennen wir sie Sabrina? Ja. Alles klar, dann, ist es jetzt Sabrina. Die kleine Sabrina. Oh. Sabrina und Sabrina. Ich bin jetzt hier im Tierpark. Also wenn ihr das nächste Mal hier in der Gegend seid, schaut ihr mal vorbei und dann könnt ihr mich, das kleine schwarze Schaf Sabrina, besuchen kommen. Jetzt natürlich, mir hat es gefallen. Ich habe jetzt einen kleinen Einblick bekommen, aber Sandra, du machst das jeden Tag. Du kannst eigentlich nur beurteilen, habe ich meine Aufgabe bestanden und wie habe ich mich angestellt bei all den Dingen? Also es hat alles gepasst, war echt super, auch beim Saubermachen hast du gut gemacht. Ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder.
Also habe ich meine Aufgabe bestanden? Hast du bestanden. Yes. Und ich komme sehr gerne wieder, weil es ist wirklich wunderschön hier. Aber ich glaube, meine Entspannung lässt jetzt nach, weil ich weiß, da wartet noch was auf mich. Und das heißt, neue Aufgabe. Sandra, du hast die Ehre. So, ich habe jetzt so einen schicken Zettel. Ja. Den lese ich jetzt mal kurz vor. Mhm. Sabrina, eigentlich bekommst du jetzt deine neue Aufgabe. Aber die nächste ist so heftig, dass Guido und Martin nicht möchten, dass ich deine Wut abbekomme. Darum bekommst du deine neue Aufgabe von Guido und Martin live im Studio gestellt. Ihr Penner.